Samarra ist eine der großen, bedeutenden Städte des frühen islamischen Mittelalters. Es ist eine Hauptstadt gewesen des Abbasidischen Reiches, die von 838 bis 883 von ungefähr 7 Kalifen bewohnt wurde. Es war die Residenzstadt. Das Abbasidenreich ist das zweite Reich der islamischen Welt und das ist die Zeit, an der die islamische Welt am weitesten verbreitet war. Das Reich umfasste die geografische Ausdehnung von dem Maghreb, von Nordafrika bis rüber praktisch nach Indien. In der Zeit, eben dank des Kalifen, wurde die Wissenschaft sehr gefördert und das war auch das Zeitalter schlechthin, in dem die Mathematik, die Astronomie, die Geografie, Recht, Philosophie, Religionswissenschaften wirklich auf dem Höhepunkt ihrer Zeit standen. Und Bagdad war das kulturelle Zentrum schlechthin in dieser Zeit. Dort war die Hauptmoschee, es gab dort viele Märkte. Es kam aber zu Unruhen, und zwar mit dem Militär. Das abbasidische Kalif hatte Sklaven aus Zentralasien in den Irak gebracht, die dort als Söldner, militärische Söldnerheer fungierten. Und zwischen den Söldnern und der einheimischen Bevölkerung kam es zu Unruhen. Daraufhin beschloss der Kalif Al-Mu'tasim, die Hauptstadt zu verlegen und vor allen Dingen auch sein Militär mit umzuverlegen. Und er suchte nach einer neuen Hauptstadt und kam dann auf Samarra. Samarra liegt ungefähr 2 Tagesreisen von Bagdad entfernt, im Norden von Bagdad, auch am Tigris. Der Kalif Al-Mu'tasim kam, sah diesen Ort und beschloss eben hier seine neue Hauptstadt zu errichten. Und innerhalb von kürzester Zeit ließ er Handwerker aus der ganzen islamischen Welt kommen, die Marmorspezialisten aus Latakia, die Holzspezialisten aus Zentralasien und so weiter und so fort. Die kamen also überall her und neben dem Mu'tasim gab es noch den Kalifen Mutawakkil, von dem die große berühmte Moschee stammt mit dem spiralen Minarett. Eigentlich die größten Bauvorhaben stammen von diesem Kalifen. Er hat auch die größten Paläste mit den größten Gartenanlagen errichtet. Das Problem allerdings ist, dass diese großen Bauprojekte haben die Kalifen in den finanziellen Ruin geschickt. Die konnten nichts mehr bezahlen, sie waren in Schulden und sie mussten dann nach Bagdad wieder zurückkehren. Also die Innendekoration der islamischen Frühzeit stand noch sehr in der Tradition der Antike. Und in der Abbasidenzeit gibt es ganz offensichtlich einen künstlerischen Wechsel. Was ursprünglich Weinblätterverzierungen sind und Ranken und Trauben, sich mehr und mehr als abstraktes Muster sozusagen entwickelt und das dann flächendeckend, vor allem flächendeckend, an die Wände angebracht wird. Samarra ist eine der ganz wenigen oder vor allem eine der ganz großen Orte, die von den Archäologen ausgegraben worden sind. Und in den Ruinen hat man die Häuser, man hat Paläste ausgegraben und man hat Privathäuser ausgegraben. Und viele dieser Häuser waren mit Stuck verziert. Und zwar der untere Teil, der obere Teil war meist entweder weiß getüncht oder auch mit Malereien. Von den Malereien ist wahnsinnig wenig erhalten geblieben. Da haben wir nur ganz kleine Reste und man versucht immer noch, das zu rekonstruieren. Manches kann man auch rekonstruieren, es ist aber sehr wenig. Das Museum für islamische Kunst ist 1904 gegründet worden, und zwar mit der großen Maschata-Fassade, die Sie wenig weiter in den Räumen sehen. Die konnte man damals noch nicht einordnen, denn es gab das Fach islamische Kunst noch nicht, also keine Wissenschaft, die sich ausdrücklich mit der Frühzeit des Islams beschäftigte. Und auch Archäologie hatte normalerweise die Griechen, die Römer und erst auch vor kurzem dann im späten 19. Jahrhundert den alten Orient zum Ziel. Doch war nun der damalige leitende Wissenschaftler, der spätere Direktor Friedrich Sarre und der Architekt, der mit ihm arbeitete, Ernst Herzfeld, auf die Idee gekommen, dass man das ändern muss und dass man eine Stadt in einem islamischen Kontext ergraben muss und wenn möglich eine frühislamische Stadt, sodass man anfangen kann, die Stilgeschichte, die Kulturgeschichte, die materielle Kultur der muslimischen Gesellschaften zu erforschen.
Und dementsprechend reiste Herr Sarra mit Herzfeld durch die Regionen, durch das Osmanische Reich und 1907 auch nach Samarra. Denn das, was heute Irak ist, Syrien, Libanon, Palästina, Israel, all diese Staaten, die gab es ja noch nicht. Das waren noch keine Nationalstaaten. Diese Gebiete waren Teil des Osmanischen Reiches. Und das Osmanische Reich war sehr eng verbündet mit dem Deutschen Reich. Man hatte gemeinsame Interessen und die Archäologen aus dem Deutschen Reich hatten das Glück, dadurch besondere Vorzüge und Möglichkeiten zu haben im Osmanischen Reich. Besonders durch ein Abkommen 1899 war es möglich, dass man nicht nur ausgrub und die Objekte in das neu geschaffene Imperiale Museum nach Istanbul ging, sondern dass die Deutschen das Recht hatten, die Hälfte der Objekte mitzunehmen, aufgrund der besonderen Beziehungen mit den Osmanen. Ernst Herzfeld war ein Jude in Berlin, der dann auch Deutschland verlassen musste, der auch lange Zeit Probleme hatte, überhaupt in Deutschland Anerkennung zu finden. Und er ist in die USA gegangen, nach Washington, ist dort mit offenen Armen empfangen worden, weil er ist eigentlich der Begründer der islamischen Archäologie und hat seine Grabungstagungsbücher auch hinterlassen. Also man findet dort die ganze Dokumentation der Grabung in Washington. Und man hat damals natürlich nicht nur die Scherben mitgenommen, sondern hat versucht, auch diese Stucke mit zu dokumentieren. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn man auf einmal überlegt, dass man einen riesen Katalog hat von Ornamenten, die einen erzählen können, wo die Ursprünge von dieser kulturellen Entwicklung ist. Denn die Wissenschaftler machen nichts anderes, als sich die Ornamente anzuschauen und sie zu vergleichen mit anderen Ornamenten und zu sagen, wo kommt denn der Einfluss her? Und daher hat man einige abgeklatscht, das heißt, man hat Abgüsse davon gemacht, sodass wir heute in unseren Depots doch einige Kopien aus diesen Häusern und Palästen haben. Andere hat man auch direkt mitgenommen und eingepackt, sodass wir eine Originalnische haben, während der Rest dann auch in Berlin nachgemacht worden ist. Doch was mir immer noch fehlt, ist so eine Einordnung von Samarra in die wirkliche Kulturgeschichte der Zeit. Warum fand man das schön? Welche Konzepte gab es dafür? Wie hat sich das weiterentwickelt? Wie hängen Dinge zusammen? Wie waren die Stucke in den Häusern angebracht mit den Nischen drüber? Welche Farben hatten die? Welche Objekte standen in diesen Nischen? Wie war denn die allgemeine Ästhetik? Wie kann man sich das denn vorstellen? Gibt es da Zusammenhänge zwischen den Wohnhäusern im 16. Jahrhundert und im 9. Jahrhundert? Wir wissen es nicht. Ich verbinde mit Samarra eine erfreuliche und große Erinnerung. Mein Vater hat uns als Kinder und Jugendliche immer nach Samarra bei bestimmten Anlässen dorthin gebracht. Und wir haben dort den ganzen Tag zwischen den Ruinen von Samarra verbracht und gepicknickt. Ja? Und das war für uns als Kinder die schönste Zeit. Mit meinem Mann und Familienmitgliedern, die eigentlich in Bagdad leben, haben wir einen Ausflug nach Samarra gemacht. Das war 1987. Das war das letzte Mal. Und wir haben dort auch Picknick gemacht. Und dann bin ich mit einem Schwager und unserem Sohn auf die Melouir, das heißt dieser Spiralturm, Minarett, gestiegen. Und diese Erinnerung ist einmalig, weil die auch ein bisschen riskant war, denn an der Melouir gibt es kein Geländer und die Besucher steigen auf und gehen wieder runter aneinander vorbei und man kann sich nicht festhalten. Dann sind wir langsam wieder runter spaziert und waren dann auch wieder froh, unten zu sein. In Irak, besonders in Bagdad, wo ich meistens gelebt habe, gibt es alte Häuser. Ja? Die haben immer eine Stuckmalerei, ja, oder Fassaden, ja, die mit Intarsien und solche ähnliche Bilder. Da leben immer noch Menschen drin, weil das sind Häuser, die eigentlich mitten in Altbagdad sind. Und Altbagdad existiert noch. Immer wenn ich diese Objekte sehe, empfinde ich eine tiefe Freude, verbunden mit ein bisschen Heimweh, ja, weil das ist einfach die Kindheit, hängt da dran. Ich würde sehr, sehr gerne nochmal hinfahren, um die alten Erinnerungen aufzufrischen und
um auch zu sehen, wie der Zustand heute ist nach den politischen Ereignissen, die stattgefunden haben, die für uns eigentlich auch ein Hinderungsgrund waren, noch mal nach Samarra zu fahren. Das sind einfach goldene Erinnerungen für mich. Es gibt fast keinen Iraker, der Samarra nicht kennt. Das sind Sachen, ja, eigentlich, die der Menschheit erhalten bleiben müssen. ومدينة سامرة من المدن التاريخية الإسلامية العراقية التي لم تنل بعد حظها في تسليط الضوء عليها وعلى معالمها الكثيرة أي الكثيرة والمهمة كما ذكرنا. والله بالوقت الحاضر المعيشة ليست كالسابق. السابق اعتادت أغلب المدينة على تقديم الخدمات للزوار، والزائر كان يجي يعني من كل المحافظات، كانت ناس يعني تزاول طقوسها الدينية مو بيوم وليلة، وإنما ممكن إنه يباتون 3 أيام حتى يكملون طقوسهم الدينية. فلذلك أهل المدينة كانوا معتادين ومتعايشين على تقديم الخدمات، من فنادق إلى مطاعم إلى خدمات أخرى إلى مبيعات إلى تسويق. العالم عايش على هالشاكلة. لكن بالوقت الحاضر شوية من خفت الزيارة نتيجة الأعمال الإرهابية اللي صارت بالمدينة، بعدت أكثر الزوار عن زيارة الإمامين. وهذه المدينة حقيقة مدينة عريقة وفيها كثير من الآثار الموجودة لحد الآن شاخصة، إضافة إلى الملوية العريقة اللي هي مأذنة طبعا في تلك الفترة كانت تستخدم، وبارتفاعها وتميزها وبطرازها وبنائها، أيضا الجامع الكبير اللي هو طبعا من الآثار اللي تستحق الاهتمام بها، وتعتبر تقريبا أثر إنساني حضاري أو من المعالم الحضارية المهمة للحضارة الإسلامية. صوروا اشتغلوا. بالوقت الحاضر شوية استرجعت العالم، قام حست بالأمان، رجعت تحاول أن ترجع حسة، ويا ريتها ترجع مثل أيام قبل. Das Kinderbuch Islamische Kunst für junge Leser ist initiiert worden von Frau Waltraud Braun. Wir waren insgesamt 4 Beteiligte an diesem Projekt, und das waren die Autorin Sabine Böhme in erster Linie, die auch recherchiert hat, der Museumsdirektor Stefan Weber und ich als Illustratorin. Ich bin ja
in erster Linie bildende Künstlerin und schöpfe so aus meinem Inneren und kann mich frei bewegen darin. Das war ganz anders bei dem Kinderbuch, weil ich an vielen Vorgaben gebunden war und das war für mich eigentlich wie eine Reise. So bin ich eigentlich auch vorgegangen und habe die Objekte mir angeschaut, dann habe ich mir die Zusammenhänge klar gemacht und dann habe ich mir den Rest dazu quasi so erfunden, mir ausgedacht. Aber ich habe ja hier Vorlagen, zum Beispiel zu den Tänzerinnen, die auch auf einer Scherbe zu sehen sind. Ich habe mich schon an diesen Vorlagen orientiert. Ich musste erstmal meine Methode herausfinden, wie ich an dieses Material herangehe. Und da bin ich noch sehr stark am Material geblieben, habe mich dann aber davon gelöst und diese Tänzerin habe ich tatsächlich in einer anderen Bewegung gezeigt. Ich bin ja in diese Welt eingetaucht und bin dann in die Architektur hineingegangen und auch in diese Größe. Und habe dann verschiedene Szenen dazu gesetzt. Und diese Szenen, da habe ich natürlich freies Spiel gehabt, weil die gar nicht überliefert wurden und ich mich einfach nur hineinfühlen konnte. Und dazu sind dann Lebenswelten entstanden. Ich habe viele freie Stellen in den Bildern gelassen, weil ich davon ausgehe, dass man sowieso sehr viel als Betrachter sehr viel hinein projiziert und ich gebe nur bestimmte Anhaltspunkte und der Rest macht eigentlich so der Betrachter. Also ich war tatsächlich noch nicht heute in Samarra. Ich bin rein in meiner Fantasie dahin gereist und auch in eine andere Zeit und habe so viele Entdeckungen gemacht, die ich vorher so nicht gemacht hätte. Das war ein großer Gewinn für mich.